Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Türchen Nummer 13 unseres Adventskalenders. Schön, dass du dabei bist. Heute kümmern wir uns um unsere Atmung. Und für unsere Atmung ganz wichtig ist unser Zwerchfell. Das werden wir auch etwas stärken nachher. Und wir wollen unsere Atemräume so richtig schön frei machen und die Atemräume erweitern. Mach so mit, wie du dich wohlfühlst. Und ganz wichtig für unsere Atmung ist unsere Aufrichtung. Wenn du so stehst, kannst du mal ausprobieren, dann lässt sich's wirklich ganz schwer tief einatmen. Also versuche, gleich dein Brustbein anzuheben, dann erweitern sich schon deine Atemräume. Spürst du's? Stell dich hüftschmal auf, lass deine Knie etwas durchlässig und beginne jetzt beim Ausatmen, deine Schultern nach oben zu ziehen. Mund aus. Nase wieder ein und deine Schultern nach unten ziehen. Nochmal ausatmen nach oben, genau andersrum, wie du es vielleicht sonst gewohnt bist. Und einatmen wieder tief. Mach genauso weiter. Denn die Schulterheber, das sind Atemhilfsmuskeln, die wir oft aktivieren, wenn wir Stress haben und uns das Atmen erleichtern wollen. Deshalb versuch's mal genau andersrum. Einatmen, die Schultern tief ziehen, denn dadurch entstehen natürlich auch Nackenschmerzen, Verspannungen durch diese Schultern nach oben ziehen. Also aus und ein. Aus und ein. Ein letztes Mal noch genau so. Und jetzt halte deine Schultern ganz weit hinten unten. Nimm deine Hände an deine Rippenbögen und zeichne mit deinem Brustkorb eine liegende 8. Mach dich hier ganz geschmeidig, auch die Faszien zwischen den Rippenbögen geschmeidig, beweglich halten, ganz locker. Immer noch den Atem fließen lassen, Nase ein, Mund aus. Kannst dich natürlich auch etwas breiter aufstellen, nur dass du gut bequem stehen kannst. Größer werden, deine Hände zeichnen jetzt diese liegenden Achter und die Beine etwas weiter öffnen jetzt. Darfst auch leicht mitgehen, im ganzen Körper und immer in deinem eigenen Tempo dich bewegen. Dann komm langsam wieder zur Mitte. Nimm deinen rechten Arm jetzt nach oben, ganz weit nach oben. Kreuze ein Bein hinten. Und jetzt versuch ganz sanft hier in die Seite hinein zu federn. Deine Seite aufzudehnen. Und das Ganze auch zur anderen Seite natürlich. Einmal hinten kreuzen. Und ganz sanft deine Seite aufdehnen. Und dann wieder langsam zur Mitte kommen. Kleine Grätsche. Beide Arme nach oben. Heb dein Brustbein. Bleib mal kurz so. Ich zeige es dir seitlich. Und mit dem Ausatmen werde rund. Und die kleinen Finger zeigen in Richtung Decke. Nochmal einatmen, so richtig schön öffnen und ausatmen, rund werden. Genau so, noch einmal einatmend, Brustbein heben und dann löst du wieder auf, lässt deine Arme fallen, schwingst um deinen Körper, jetzt rotieren noch deinen Brustkorb, heb deine Ferse mit an, lass wirklich locker, lass die Arme um den Körper herum pendeln, völlig entspannt.
Und ganz langsam dich zur Mitte einpendeln. Knie durchlässig halten. Einatmen durch die Nase, Arme nach oben heben und mit dem Ausatmen durch die Lippenbremse den Atem verlängern. Einatmen durch die Nase, Lippenbremse, den Ausatmen verlängern. In deinem eigenen Tempo ein und wieder aus. Noch einmal und dann beim Ausatmen deine Beine schließen, Rück ganz eng zusammenstellen und die Arme fallen lassen. Wenn die Arme jetzt neben dem Körper sind, ziehst du dich auf deine Fußspitzen nach oben, atmest aus, streck deine Knie, atme ein. Und streck dich ganz weit in Richtung Decke. Nochmal ausatmen, heben. Und einatmen. Wieder langziehen. Gleichgewicht. Wenn du ausatmest, aktivierst du auch deine Körpermitte durch die Lippenbremse. Immer wieder darauf achten, dass dein Schultergürtel ganz entspannt sein kann. Also wirklich die Schultern tief ziehen, selbst wenn die Arme nach oben gehen. Und dann halte oben, halte dich auf den Fußspitzen. Vielleicht ist es dir zu wackelig, dann kommst du nur ein bisschen nach oben oder höher oder lass die Fersen ganz tief. Handflächen nach vorne und du atmest 4-5 Mal ein durch die Nase und machst so eine kleine Bewegung nach vorne, 4-5 Mal. Und aus, Handflächen zurück, Staccato-Atmung ein, wir kräftigen unser Zwerchfell. Letztes Mal noch und langsam wieder tief kommen auf die Fersen. Nachspüren, wie fühlst du dich? Beginne jetzt am Platz zu gehen. Deine Füße rollst du ab am Boden. Deine Arme ganz locker mitschwingen lassen. Und das könntest du übrigens auch draußen machen. Versuche jetzt durch die Nase einzuatmen. Vielleicht 4 Schritte. Und auf jeden Fall länger durch den Mund aus, vielleicht 6 Schritte aus. In deinem eigenen Rhythmus den Blick nach vorne richten, stolz und aufgerichtet gehen. Locker gehen und beobachte, was passiert, vielleicht mit deinem Puls, während du jetzt gehst. Das längere Ausatmen kann deinen Puls und Blutdruck senken und dich entspannen. Du kannst auch 3 ein und 5 aus oder du wirst einfach etwas langsamer mit der Zeit.
Und irgendwann bleibst du dann stehen am Platz, spürst nochmal nach, wie fühlt sich's jetzt an. Atme nochmal ein durch die Nase, nimm die Arme nach oben, durch den Mund wieder aus. Ein. Auch hier wieder länger ausatmen. Noch einmal. Und dann hältst du deine Hände an den Rippenbögen und bewegst noch einmal deine Rippenbögen in einer liegenden Acht. Spür mal, ob sich da was verändert hat, ob sich es jetzt anders anfühlt als vorher, weicher, geschmeidiger. Deine Hände lösen, vielleicht deine Beine weiter öffnen und hier mit den Armen eine liegende Acht zeichnen, den ganzen Körper mitgehen lassen. Werde kleiner und versuche jetzt nur mit den Schultern mitzugehen. Immer noch leicht von rechts nach links verlagern. Schultern kreisen nacheinander zurück. Dann nimmst du deine Arme nach oben und streckst und räkelst dich in alle möglichen Richtungen. Mach das ruhig ab und zu im Alltag, dich da frei machen. Vor allem aufdehnen, die Faszien dehnen, schön geschmeidig halten, die Muskeln durchbluten. Bis du dann wieder in den Hüftbreiten und natürlich aufrechten Stand zurückkommst. Schultern einatmen tief, ausatmend hoch, einatmend tief, ausatmend hoch. Noch einmal. Schultern unten halten. Und wenn du möchtest, schließe für einen Moment deine Augen und spür, wie fühlt sich deine Atmung jetzt an? Wie fühlt sich auch deine Haltung an? Hast du das Gefühl, deine Atemräume haben sich erweitert? Vielleicht hast du auch das Gefühl, aufrechter zu stehen. Vielleicht hat sich dein Nacken entspannt. Vielleicht fühlst du auch eine wohlige Wärme in deinem Oberkörper. Dann nimm die mit in den Alltag. Nimm noch zwei tiefe Atemzüge und öffne dann langsam wieder deine Augen. Sehr schön. Und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, du fühlst dich befreit. Wenn dir die ein oder andere Übung ganz besonders gut getan hat, dann mach sie öfters im Alltag. Wirklich dich durchbewegen in deinem Brustkorb, in deiner Brustwirbelsäule, ist ganz wichtig.
Wenn es dir gefallen hat, natürlich gern Gefällt mir drücken und einen netten Kommentar hinterlassen. Vielleicht möchtest du das Video auch weiterleiten an jemanden, der sie auch bewegen will. Den ganzen Adventskalender findest du übrigens da oben bei dem Infopunkt. Den findest du auch in den Playlists auf meinem YouTube-Kanal. Vielleicht hast du Lust, meine Arbeit wertzuschätzen. Den Link findest du unter dem Video, heißt Deine Unterstützung. Oder ganz einfach, bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Vielleicht ja schon. Bis morgen.